Erinnern Sie sich noch, wenn Sie wie ich früh genug geboren wurden, sagen wir mal in den späten 40er oder den frühen 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts, dann wissen Sie bestimmt noch, wie das war, sich einfach und spontan, ohne Voranmeldung, ohne besonderen Grund oder auch einfach nur so zu treffen. Im Freundeskreis mit Nachbarn, die mal kurz auf einen Pott Kaffee hereinschneiden oder im Park für einen Schnack auf der gleichnamigen Bank. Und was haben wir da getan? Doofe Frage. Gesprochen haben wir miteinander. Geklönt oder geklönt, schnackt oder geratscht, gequasselt, geplauscht, gequasselt. Geplappert, geschwätzt, uns die Münder fusselig geredet. Oder ganz vornehm parliert und Konversation gemacht. In den 70er Jahren kam dann der Smalltalk dazu. Die Kunst des Aneinander-Vorbeiredens, ohne dem Gegenüber zuzuhören oder Inhaltliches von Bedeutung und sei es auch nur von der Bedeutung für uns persönlich preiszugeben. Also nichts sagen, aber viel reden. Und dann, ja, dann kam das Internet, das World Wide Web, WWW oder kurz das Net oder Netz. Die Erfüllung aller Träume für Menschen wie zum Beispiel mich, die immer schon mal grenzenlos, ohne auf Zeit und Raum achten zu müssen, sich mit wem auch immer austauschen wollten. Tja. Wenn solche Träume in Erfüllung gehen, dann meinen die Traumerfüller, das sind die jeweilige gute Fee oder der zuständige Flaschengeist, es nicht immer unbedingt wirklich gut mit uns. Die Grenze zwischen Traum und Albtraum ist bekanntlich fließend. Ich lade Sie jetzt ein zu einem kleinen Spaziergang durch die Stadt, zu Fahrten mit Bus und Straßenbahn und zum Verweilen in einem der großen Konsumtempel und zum Erleben von Kommunikation heute. Aber schauen Sie selbst. Aber ich will nicht schwarz malen. Es gibt ihn noch, den ganz altmodischen, aber quicklebendigen Plausch, ganz ohne den autistisch auf das Smartphone-Display gesenkten Blick. Voilà! Übrigens, keine Bange, ich mutiere jetzt nicht etwa zum Maschinenstürmer. Ohne das uns alle immer wieder verbindende Internet und ohne Smartphone und Tablet kann und mag ich mir Kommunikation heute gar nicht mehr vorstellen. Aber eben auch nicht ohne das echte, das direkte, das ganz persönliche Gespräch in 3D, in Farbe und in Fleisch und Blut. Aber jetzt muss ich mal ganz schnell ins Netz. Tschüss oder see you, ihr Jos van Aken. Sekunde.